Jo. Hi, ihr denkt euch immer nur Leuten beim Zocken zu gucken, ist doch öde irgendwann, dann sollt ihr unbedingt dranbleiben. Hallo, da sind wir wieder. Wir sind das dynamische Duo Lydia und Laura und wir, zur Abwechslung, basteln wir heute ein bisschen was. Wir sind die Requisiten-Girls. Wir haben nämlich, falls ihr das irgendwie mitbekommen habt, wir haben mal so ein Bücherregal bei uns außen angelegt und dazu einen Kaugummiautomaten geschenkt bekommen. Und dieser Automat muss natürlich immer befüllt werden und der ist tatsächlich sehr hoch frequentiert und mittlerweile ziemlich ausgebeutet. Und deswegen dachten wir uns, wir machen mal ein bisschen Füllmasse für den Automaten. So ein bisschen Loot. Wir haben so ein hübsches Paul, genau. Das ist der Automat, der hängt neben dem Bücherschrank. Neben dem Bücherschrank, genau. Und der Bücherschrank ist quasi zwischen den Häusern, hängt der bei uns in der Heinrichstraße. Vom Garten, genau. Genau. Und wir dachten uns, das ist, also 20 Cent kostet euch so ein Kügelchen, um das da rauszuholen. Das ist ja im Prinzip die Urform der Lootbox. Und deswegen dachten wir uns, wir machen so kleine Lootkügelchen, wo ihr dann auch quasi von uns gesegnete Objekte drin habt, die euch besondere Fähigkeiten verleihen. Und das basteln wir jetzt. Wir haben verschiedene Dinge vorbereitet. Genau. willst du anfangen? Womit fangen wir an? Mit unseren Glückstalern, ja, oder? Das erklärst am besten du, weil du bist da Profi drin. Okay. Wir haben hier, machen wir mal über, okay, oder so, genau. Wir haben hier so kleine Dinger gemacht. Das sieht aus wie Kekse mit Marmeladenfüllung. Was ist das? Das ist Knetmasse, mit der man Poster an Wände kleben kann. Und da haben wir einen Rohling reingedrückt, der hier irgendwo, doch, hier habe ich ihn, den wir gebastelt haben. Vielleicht sollten wir kurz mal diese Dinger zeigen, wo die hinterher reinkommen. Ah, das ist ja ein bisschen, alles ein bisschen durcheinander heute, aber. So, das sind die Käpselchen. Genau, und die befüllen wir mit verschiedenen Dingen heute, die wir auch basteln. Und die kommen dann in den Automaten rein, der neben dem Bücherschrank ist. Und das könnt ihr euch dann, wenn ihr uns besucht, käuflich für 20 Cent erwerben. 20 Cent. Ist alles handmade. Genau, und das ist quasi der, okay, ich glaube, das muss man über die GoPro sehen. Kriegen wir das hin? Yes, da. Das ist der Rohling, den wir als Form genommen haben. Das ist ein Rocket Beans Kopf, Kreis, Taler. Und da haben wir die Augen halt so ein bisschen plastisch gemacht, damit wir das dann leichter anmalen können. Die haben wir dann in diese Knetmasse reingedrückt. Sieht ungefähr so aus. Mhm. Man kennt sie auch, genau. So, das ist die Verpackung. Und haben das dann mit Epoxidharz ausgegossen. Und dann kriegt man am Ende, wir sind noch nicht fertig mit so mehr, kriegt man am Ende sowas Kleines, Schnuggeliges hier. Die Augen müssen wir natürlich mit Hand draufmalen. Und ich finde Glückstaler, finde ich eigentlich, ist schon ein ganz guter Begriff. Gut. Kriegen wir eigentlich noch Musik heute? Kriegen wir noch Musik? Vielleicht Musik? Sehr leise. Wir können die Musik ruhig ein bisschen lauter machen. Es ist hier noch ein bisschen lauter. Ja, das ist gut. Okay. Sollen wir kurz das noch erklären, diesen Harz? Wie das funktioniert? Ja, also im Prinzip, wer zwei Komponentenkleber kennt, es ist das gleiche Prinzip. Genau. Wir haben hier so zwei Flüssigkeiten. Das eine, das eine ist der Härte, das andere ist der, nicht der Perter, sondern der weiche Teil. Naja, auf jeden Fall verrührt man die in einem kleinen Gefäß, in diesem Fall mit der Mischmenge 1:1. Und dann kann man da auch, wenn man mag, eben eine Farbe einrühren. Das geht mit Acrylfarben ganz gut. Kann auch Glitzer noch reinfüllen. Man kann auch Glitzer reinfüllen. Und alles. Je mehr Farbe ihr reinmacht, also je mehr Pigmente, desto dunkler wird es halt. Genau. Und dann kriegt man diese wunderschönen Taler, wenn das dann über Nacht ausgehärtet ist. Genau. Aushärtezeit hängt halt auch von der vom Anteil des Härters meistens ab. So, und was wir jetzt für ein Problem gehabt haben, als wir die, nochmal die GoPro bitte, als wir diese Dinger hier gemacht haben, wir dachten uns, geil, das ist ja relativ fest, man kann die dann so einfach rausnehmen, aber dieser Härter, beziehungsweise diese Reaktion ist exotherm, das heißt, es wird hart und deswegen ist wahrscheinlich auch dieses Zeug so extrem klebrig genau, geworden. Genau, normalerweise kann man das auch gut immer von Wänden abknibbeln, wenn man so Poster an die Wand gehangen hat und so. Das ist nämlich das Eigentliche. Und deswegen muss man das hier so hübsch
geil. Aber also man kriegt es ab. Wir haben es ja auch geschafft. Deswegen haben wir da mal was vorbereitet. Folgendes. Hier. Zack. Das sind die Rohlinge. Genau, das sind unsere Rohlinge. Und da machen wir jetzt noch ein paar Äuglein drauf. Die wir übrigens alle natürlich noch per Hand mit per so Hand, Schmiegelpapier. Ja. 20 Cent, Freunde. Und das ist alles Handarbeit. Da muss man zuschlagen. Abgeschmiegelt haben. Genau, und jetzt sehen die noch ein bisschen traurig aus. Deswegen, genau wie Laura gerade schon gezeigt hat, haben wir hier so ein, kommt damit noch nicht klar, Gesicht drauf gemalt. Und eventuell lackieren wir das noch, damit es ein bisschen glänzt. Ein bisschen schicker aussieht. Und da könnt ihr im Prinzip alles Mögliche draus machen. Also vielleicht noch einen Anhänger hinten drauf kleben, so an den Rücken und das irgendwie als Button tragen oder Ohrring. Oder vor Ring. Eure Laptop-Kamera kleben. Ja, das finde ich ist eine sehr, sehr schöne. wenn man Privatsphäre möchte, kann man das einfach vor die Linse kleben. Alles Mögliche. Gut, weißt du was, ich mache schon mal eine Kugel fertig. Du kannst schon mal ein paar Äuglein drauf pinseln. Da haben wir jetzt so einen Lackschliff. Nämlich, wo haben wir den hier? Genau, der liegt da vorne. Also man kann auch Lackfarbe nehmen, aber wir haben jetzt... Ja, mit diesem klassischen, mit dieser bekannten Stiftherstellerfirma. So hätten wir. Man kann jedes, kann man das ist egal. Es gibt ganz viele andere Marken, die auch sehr gut sind. Mhm. Hast du den Stift, den Pinsel genommen? Für schwarz, ja. Für schwarz. Und was hast du... Ach, mit weiß hast du einfach... Genau, weiß einfach drüber und dann mit dem schwarzen Pinsel. Okay. Ja, genau, jedes Stück ein Unikat. Und wir haben auch, ne, weil nur ein so ein Taler da drin wäre ja auch ein bisschen lame, obwohl der schon alleine 20 Cent wert wäre, seien wir mal ehrlich. Aber wir haben natürlich noch mehr für euch, soll ja eine Lootbox sein, ne? Also da soll ja noch ein bisschen mehr Kram drin sein. Deswegen haben wir hier noch die guten alten Kamelle, die wir noch dazu packen, um euch das Leben zu versüßen. Und manchmal machen wir auch so. Haben wir so kleine Zettelchen vorbereitet, wo wir dann eure Fähigkeiten, die ihr noch dazu kriegt. Also die magische Wirkung, die dieser Taler quasi auf euch hat. Dieser zum Beispiel, wo sind denn die Stifte? Hier. Ah. Dieser Taler, was? Mach mal ein paar Vorschläge. Was könnte der für einen Effekt haben? Genau, also zum Beispiel. Plus zwei Stärke oder so. Genau. Also bei Pen and Paper ist egal welches System, ihr könnt auch irgendwas Absurdes. Würde ich mal vorschlagen. Ich warte gerade mal, ob hier was kommt. Wir haben ja immer so ein bisschen Verzögerung. Baumkracher fragt, wer diese Taler. Plus zwei Durchfall. Nein, es werden natürlich nur positive echt? Sachen. Echt? Das Durchfall würde ich witzig finden. Nein, das kann man doch keinem. Nein, da würde ich ein ganz schlechtes Gewissen haben. Echt, dann sitzt du irgendwie in der Kirche und so, musst mega leise sein und dann kriegst du Durchfall. Ist doch voll geil. Naja, für niemanden eigentlich. Für alle anderen in der Kirche nicht. Und für dich auch nicht. Aber ist auch witzig für die Mitspieler. Okay, plus zwei Schlaf finde ich sehr gut. Plus zwei. Genau, also die jetzt gerade erst eingeschaltet haben, wir bauen Schlaf. So kleine, wir haben so Kapseln. Und plus zwei Geld. Die füllen wir jetzt und dann kommen die in den Automaten rein, der beim Bücherschrank, beim Öffentlichen steht, in der Heinrichstraße in Hamburg. Plus zwei Schlaf und dann machen wir noch plus drei Sichtstärke. Boah, direkt zwei Sachen. Ja, krass. Muss ja lohnen, ne? Ja. So, plus zwei Schlaf und plus drei Sichtstärke. Und jetzt falten wir den Kollegen hier. Haben wir eine Schere eigentlich auch mitgenommen? Nö. Ich mache hier so eine hübsche gerissene Karte. Doch, hier, natürlich. Die guten Scheren. Die guten Scheren, die wir gute Schere. Gestiftet gute Schere. Bekommen haben. Sehr gut. So, wo ist denn die Kugel? Oh, und jetzt kommt der Zettel noch hier mit rein. Und fertig ist die erste. Die erste 20-Cent-Kugel. Geil. Ziemlich wunderschön. Da hat man richtig Bock, 20 Cent für auszugeben. Sieht schon geil aus, auf jeden Fall. Da schreibt jemand, Motivation ist auch sehr gut. Wo lege ich die denn jetzt? Ach so. Guck mal, hier haben wir so ein praktisches Glas. Da kommen die fertigen Kugeln rein. So. Ich muss da jetzt immer so, ich stelle das mal ein bisschen. Ein bisschen hier ran. Da haben wir noch die Kiesel, ne? Für den Montag plus drei Motivation, ja. Hast du das gerade gesagt? Plus Motivation? Nee, das hatte ich. 10% auf alles außer Tiernahrung. Das ist auch so nicht geil. Okay, komm, das kommt gleich drauf. Plus 10% auf alles
außer Tiernahrung. Und dann noch plus 2 Flauschigkeit. Okay. Wir können auch sowas machen wie irgendwie nicht nur Fähigkeiten, sondern auch, keine Ahnung, Butterbrot. Extra Butter auf dein Butterbrot. Butterbrot mit Bohnenpaste. Plus 3 Butter. So plus 3. Butter ist immer gut. Das kann man, ist doch voll gut. Das kann man für divers einsetzen. Mhm. Schmiermittel. Schmiermittel, Brot, die man bestechen. So, und dann kommt hier auch noch gute Himbeer-Kamille. Habt ihr eigentlich so eine Lieblingssorte? Die sind schon mega geil. Das ist sowas, das würde ich nie kaufen, weil man, weiß ich nicht, würde ich nicht auf die Idee kommen, aber wenn sie dann da sind. Hast du eine Lieblingssorte? Nee, die sind alle geil. Aber die sind immer so, die hängen immer so in den Zähnen. Ja, ist doch. Ja, da hast du richtig lange was viele von. Viele mögen Kirsche. Kirsche. Die Orangen sind gut. Die Orangen sind vermutlich Orange. Oder? Was? Die Orangen sind wahrscheinlich die Sorte Orange. Erdbeere oder Zitrone. Also Kirsche schon hoch im Kurs auf jeden Fall. Aber wir haben ja so viele. So viele, wo wir gucken. Kirsche? Echt? Hm. Aber Kirsche haben wir hier gar nicht drin. Das sind die Grünen. Die Grünen sind die Kirschen. Das ist nicht Waldmeister oder irgend so ein Scheiß? Nee, hier ist Kirsche. So, Nummer 2. Zack, zack. Also wir hatten die jetzt natürlich da. Man kann auch alles andere rein tun. Also es wird wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen ein bisschen variieren. Mal gucken, wie wir Zeit haben. Ja. Haben wir die Palette noch hier mit der, habe ich die eingepackt? Welche Palette? Mit der schwarzen Farbe. Die Plastikpalette. Oh, wir haben noch die Sticker. Oh ja! Oh, wir haben noch ganz tolle Sticker. Oh, wir haben wir möchten ja auch ein bisschen was für die Nachhaltigkeit tun. Deswegen haben wir auch hier wundervolle Sonnenblumensaat noch dabei. Die kommt da auch rein. Stimmt. Und wirklich zauberhafte Aufkleber. 3D-Sticker. Wow. Die kommen da auch noch rein. Willkür ist auch geil. Hüftgold, okay. Ja, Hüftgold ist nicht nur negativ, das hat auch. Ach komm, ich nehme einfach das Ding jetzt. So, dann brauche ich noch ein bisschen Schwarz. War eigentlich von euch jemand schon mal an dem Automaten bzw. an dem Bücherschrank? Das würde mich auch mal interessieren, ob ihr den schon mal in echt gesehen habt. Ich glaube, der ist auch auf Instagram auf der Rocket Beans Seite zu sehen. Ja, einer. Deji war da. Hast du auch was mitgenommen? Hast du auch Buch getauscht? Der ist tatsächlich momentan ganz schön der ist nämlich genau leer. Da müssen nämlich nochmal neue Sachen rein. Also es scheint, man ab und zu auch, wenn man mal am Wochenende hier vorbeigeht, sieht man da so Familien dran stehen, die sich das angucken. Meinst du, das ist schon trocken? Ja. So. Sonst weint erst mal jemand. Oh, das ist natürlich jetzt. Genau, also hier war jemand bei dem öffentlichen Bücherschrank uns in der vor der Firma. Yo, live gesehen. Hab nichts rausgenommen, weil ich nicht lesen kann. Ja, aber dafür ist er doch da. Da sind Bücher mit einfacher Sprache drin. Und außerdem ist es nie zu spät, lernen, lesen und schreiben. Genau. Also jetzt sind da, glaube ich, was sind da jetzt eigentlich drin? Bücher? Nee, ich meine in dem Kaugummiautomat. Da sind auf jeden Fall noch welche von den original ersten Zetteln, die wir da reingemacht haben, drin. Stimmt, genau. Das sind so Zitate, ne? Aus der ganzen Firma haben da die Leute ihre Lieblingszitate oder Quatsch eingetan. Eingeschrieben. Ja, geht mal hin, es waren viele noch nicht da. Ist eigentlich echt ganz cool. Genau, macht mal einen Trip nach Hamburg, macht eine Führung bei uns. Und eigentlich fast täglich, glaube ich. Schaut euch den Bücherschrank an. Hamburg ist auch sonst sehr sehenswert. Oder? Was? Hamburg ist sehenswert. Ja, auf jeden Fall. Man kann sehr viel machen. Als du das allererste Mal in Hamburg warst, was hast du dir da angeguckt? Kannst du dich daran noch erinnern? Ja.
ich glaube, da war ich 15 und da hatte ich eine Brieffreundin und die habe ich besucht. Und die hat in Vettel oder wie heißt es gewohnt? Mhm. Und da. Auf der Vettel. Auf der Vettel, okay. Und da haben wir den Hamburger Dom besucht. Mhm. Und das war ein bisschen. Das war krass für mich, weil ich noch nie auf so einer großen Kirmes war. Ja. Und dann sind wir auch über die Reeperbahn, das war für mich. Mit 15? Ja, wir sind da drüber gelaufen. Ja, nee, also. Jetzt hier keine doofen Kommentare, Freunde, ne? Aber das war schon, das war verrückt, auf jeden Fall. Und ich hatte dann auch so meine, so ein bisschen meine Punkerphase. Und da gab es halt so geile Läden. Da habe ich mir so eine Tartanhose gekauft. Tartan? Also das ist ja dieses Schotten. Hat das was mit Tartar zu tun? Mit diesem Schottenmuster. Und das hatte hinter an den Beinen so zwei. Keile? Nee, was? Zwischen den Beinen zwei Keile? Nee, so diese Riemen, die auch diese Raver-Hosen haben. Ah, ja. Ja. Kordeln? Ja, und das sah voll funky aus. Die war arschteuer und die habe ich mir geholt. Ich hoffe, du hast sie auch getragen. Ja, ich habe sie auch noch und ich glaube, sie passt mir auch vielleicht noch. Na, bei denen ist es ja fast egal, ob die passen. Ja, das stimmt. Wenn nicht, dann schneidet man sie kaputt. Ja, aber also ich weiß, ich habe mich auch nicht so oft getraut, die, glaube ich, zu tragen. Dieser GoPro-Arm hier ist leider richtig behindert, aber. So. So, das soll wahrscheinlich dann auch erstmal reichen. Wir wollen euch ja jetzt nicht hier langweilen, nur dass wir diese Gesichter anmalen. Wir haben noch andere tolle Sachen vorbereitet. Das sich gerade wie die Moderatorin bei Hallo Hessen gehört. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank. Und Herr Gast XY, dass Sie da waren. Wir haben immer so einen Singsang drauf. Mhm. Das hilft wahrscheinlich auch, einfach sich nicht zu versprechen, oder? Wenn man so sich auf den Singsang immer verlassen kann. So. Jetzt habe ich ein bisschen verkackt. Also der weint ein bisschen. Oh. Oh. Ich kann ihm da so eine Knastträne drüber machen vielleicht. Ich hab das noch nicht so raus mit der. Ja, guck mal da oben. Ist behindert, ja, das ja. Das ist der, ja. Okay, Hand-Augen-Koordination üben wir noch ein bisschen. Okay, egal. Einer ist dabei, der weint. So, aber der hier, der Kollege ist fertig. Boah, wir können manchen auch so ein Tribal machen. So ein 90er-Jahre-Tribal. Tattoo. Wäre auch geil. Aber wir haben nicht so richtig ein Wasserglas, ne? Okay, das ist mega umständlich. Aber ich habe mein Wasser mitgenommen. Das gute Weihwasser. Stimmt. Hallo? Wir haben die, aber das müssen wir machen das einfach über die Kugel dann drüber. Ja. Wir haben uns nämlich überlegt, damit diese Fähigkeiten auch auf die Kugeln übertragen werden, die auf den Zetteln stehen, müssen wir die ja noch irgendwie besonders weihen. Und deswegen dachten wir uns, ich habe ein bisschen Angst hier mit Wasser eigentlich, das ist nicht so schlau, ne? Ich mache das hier zur Seite. Das, also mit dem heiligen Wasser der Requisite werden die besprüht, dann schütteln wir die noch und reiben sie einmal. Und jetzt sind die Fähigkeiten übertragen. Definitiv. Definitiv. Soll ich so. Du machst was jetzt? Wollen wir das noch weitermachen oder erstmal trocknen lassen? Nee, komm. Weg mit dem Kram. Weil ich weiß, worum es geht hier. Die sind fertig, die können wir noch vertüten. Ja. Und jetzt machen wir den Nagellack? Ja, ich will das mal machen. Ich habe das noch nie gemacht. Also, es gibt so eine Technik, mit der man vor allem offenbar Ostereier marmorieren kann. Man kann damit aber auch Kies marmorieren, hoffe ich. Das ist die Annahme. Genau, wir haben natürlich nicht irgendeinen Kies genommen. Nein, wir haben ganz speziellen Kies. Ja, wir haben den Kies aus unserem guter Kies aus dem Garten. Kies aus dem Garten, wo schon alle drauf standen. Alle. Etienne Gardet, Simon Kretschmer, alle standen sie auf dem Kies. Ja, wir auch. Ja, auch. Genau, die sind nicht zum Essen. Stand auf dem Kies. Die sind nicht zum Essen, hat vielleicht auch mal drauf gepinkelt, wer weiß. Stimmt. Genau, und da gibt es jetzt diese Technik, die habe ich auch noch nicht gemacht, deswegen will ich jetzt mal sehen, wie es funktioniert. Wir brauchen zunächst Wasser. Wasser, ach ja, ich hatte dich. Willst du wirklich, komm, ich gehe schnell zum... Oder? Nein, komm. Hier haben wir handelsübliches Wasser und das kippen wir in diese Form rein. Das reicht wahrscheinlich schon. Das reicht schon? Ja, das muss ja nur so ein bisschen schwimmen. Dann haben wir handelsüblichen Nagellack. Ja, schön die Reste raushauen, die ihr zu Hause habt. Ich hoffe, dass es überhaupt noch flüssig genug ist, dass man das benutzen kann. Okay, das wäre sonst ein bisschen peinlich. Schütteln wir den mal. Ja. Ist das mit Lippenstift noch? Aha. Oh, geil! Da ist ein Nagellack.
Nagellack und mit der passenden Lippenstiftfarbe. Das ist ja. Das ist ein Halloween-Artikel, glaube ich. Der lebt auch noch. So, und jetzt funktioniert das wie folgt. Und zwar soll man diesen Nagellack einfach da so. Guck dir das an. Oh, geil! Ich weiß, man kann hier kein Fenster aufmachen, ne? Das ist ein bisschen. Dann wird's lustiger. So. So, ich mach ein bisschen Glitzer. Ja, unbedingt. Grau. Ach nee, das ist ein bisschen doof. Egal. Das passt schon. Das macht voll Spaß. Okay. Und jetzt? Ah, wir hätten noch eine Pinzette oder so mitnehmen sollen. Jetzt muss ich das ja mit meinen Pfoten da. Ah, ich habe einen Handschuh dabei. Oder einen Löffel wäre auch. Soll ich einen holen? Warte, vielleicht geht's auch mit diesem Spachtel. Ja, wir haben. Achso, Spachtel. Wer oder? Nein, der ist für immer verbunden. Ach, nee, ist er nicht. So, und wenn wir jetzt diesen Stein. Geht alles improvisieren. Nee, ich glaube, der ist Winkel. Ich mach das mit meinen Pfoten. Okay. Diesen Stein tunken wir jetzt da rein, sodass der quasi. Sieht nicht so viel. Warte. Wow! Nein! Geil. Dass der hier. Das ist mega glitschig. Okay, vielleicht solltet ihr das nicht. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Pinzette dafür. Oh, Herrgott. Ja, aber guck mal. Das sieht doch aus wie ein teurer Edelstein. Wo legen wir den denn jetzt drauf? Mach das doch hier. Ach ja. Ich kann ja schon mal hier so ein paar Samen, Saatgut so aufmachen. Achtung, Freunde. Das ist doch wirklich bezaubernd. Das sieht in der Kamera richtig scheiße aus. Das sieht wirklich gut aus. Wo habe ich jetzt den? Naja. Also in echt sieht es ein bisschen schöner aus. Das sieht wirklich aus wie ein edles Steinchen. Ja, aber ich finde, wir müssen da noch viel mehr Farbe reinmachen. Ich habe nicht so mega viel Farbe. Rot kann ich dir noch anbieten. Das ist aber, der hat so einen Marmoriereffekt. Vielleicht kann man den am Ende einfach drüber machen und dann passiert irgendwas. Hier ist noch ein bisschen rot. Und Glitzer können wir auch noch reinmachen. So Glitzerpulver. Ja, vielleicht klebt sich das auch dran. Wir probieren das einfach mal aus. Hast du noch so ein Grünrollentuch für mich gerade? Welche Farbe nehmen wir? Grün? Ja. Was auch immer. Nee. Du hast volle Freiheit. Machen wir jetzt noch. Was haben wir denn? Es muss. Ah. Ich habe leider, ich bin nicht so ein Nagellack-Mensch, deswegen habe ich auch nicht so viel. Ich habe einen ganzen Schuhkarton zu Hause. Ja. Shit. Hätte man's gewusst, ja. So, ich mache jetzt hier ein bisschen Lila rein. Geil. Voll Bock drauf. So. Oh, guck mal, hier ist auch noch Lila. Das kann da auch noch mit. Ja, den habe ich nämlich gesehen. So glitzi glitzi. Frisch vom Einhorn gezapft. Mm. Ja. Vielleicht sollten wir es eher in die Mitte machen. Oh, ja. Ist vielleicht ein bisschen doppelt gemobbelt jetzt, aber. Nee, aber das ist geil, weil. Ja, selbstverständlich. Upsi. Also im Rahmen unserer Möglichkeiten. So. Okay, sehr hat gut. Keiner dagegen gestoßen. Danke für den Hinweis. Genau, ich kann, also der sieht so quasi vorher aus. Oh Gott. So. Den haben wir vorher ein bisschen grob gewaschen. Und dann natürlich nicht so doll gewaschen, dass diese ganzen Menschen, die da drauf standen, dich noch ihren Eindruck drauf hinterlassen hätten. Oh, der ist schon richtig dickflüssig hier. Das war vielleicht ganz gut. Okay. Willst du tunken? Okay. Vielleicht noch ein bisschen, soll man den so monochron lassen? In den Farben? Ah ja. Ah ja, was passiert? Ah ja. So. Warte, ich mach noch ein bisschen weiß rein für den rosa Kontrast. Okay. Dun, 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 dun. Hast du den reingefallen lassen? Ja, nee, das war keine Absicht. Ich muss den eigentlich so langsam reintunken. Dass ich das so oh da. Oh Gott, das hat ja sehr gut gebracht. Das so draufsetzt. Ja, warte. Ja, ja. Ja, die andere Seite ist halt ein bisschen schwierig. Oh, geil. Huch, was ist denn das? Sag mal jetzt gar nicht scheiße. Aber lass ihn mal kurz reinfallen noch. Ja, auch nichts, wenn da ein bisschen was vom originalen vom Mineral original noch zu erkennen ist. Okay. Oh. So.
Okay, das ist so ein richtiger Mädchenstein. Das ist ein Mädchenstein hier. Auf jeden Fall. Aber das ist ja lustig, dass sich hier so eine Haut bildet. Ein bisschen eklig auch, aber. Das sieht auch schön aus. Also ihr könnt auch gerne Vorschläge machen, was ihr, also realistische Vorschläge, was ihr gerne aus dem Automaten in diesen Kugeln haben wollt. Eventuell können wir dann fürs nächste Mal berücksichtigen. Ich sage euch gleich, Drogen können wir da nicht reinpacken. Nein. So, ein bisschen blau. Simon. Wird ein bisschen schwer. Vielleicht einen abgeschnittenen Fingernagel oder so. Nee, aber die machen doch gerade hier. Ist das eigentlich schon veröffentlicht? Vielleicht können wir ihm eine Locke abschneiden. Ja. Vielleicht können wir da was von Simon reintun. Ich persönlich finde ja, wir hatten das Thema ja schon mal. Ich finde so abgetrennte Haare. Also Haare werden sofort eklig, sobald sie nicht mehr verwurzelt sind mit dem Körper. Seht ihr das auch so, lieber Chat? Ugh. Sind Haare ekelhaft, sobald sie. Ja, nicht mehr am Kopf hängen. Aber denn findest du dann auch Friseure komisch? Also ich finde Friseure schon, also so da so über den Boden rüber zu laufen, ich gucke halt einfach nicht hin. Echt? Jetzt wirklich? Ja. Okay, so, viele finden es komisch. Deswegen schneide ich mir auch oft die Haare selber. Ja. Oh doch, es ist schon bekannt. Okay. Ja genau, dann können wir ja es von den Haaren vielleicht beim nächsten Mal mit reinnehmen. Codes für Stream Games, ja, Freunde. 20 Cent. 20 Cent. Aha. Oh, guck mal, der ist aber ganz hübsch geworden hier. Oh yeah. Oh ja, der ist cool. Ja, ich zeige ihn euch gleich. Warte. Also jetzt. Ah. Ich halte das Ding einfach dann. Ja. So, hier. Die Säure sind voll du und doch schöne Stein. Scham aber auf dem fiesen Jahr. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Okay, wir haben schon drei wunderschöne Steine. Die können wir jetzt natürlich noch nicht eintüten. Wir müssen die irgendwie so segnen. Oder vielleicht trocknet das auch noch bis in einer halben Stunde oder so. Lass ihn einfach trocknen. Wollen wir nicht noch ein bisschen mehr machen? Ja, klar. Hau rein. Ja, okay. Ich habe auch noch, wir machen auch noch eine andere Technik gleich. Technik. wir haben noch Acrylfarben und es gibt ja, das ist momentan auch so ein Trend, das Acrylic Pouring. Und das kann man bestimmt auch auf diese Art und Weise mit Steinen machen, wenn wir Acrylfarben einfach schichten in ein Becherchen und den dann so reintunken, dann hat er wahrscheinlich auch ganz wundervolle Strukturen. Weißt du was, du machst mal ein paar Steinchen, ich schneide schon mal ein paar Sticker aus. Ja, das ist eine gute Idee. Von diesen bezaubernden Eistee, Krümel-Eistee finde ich auch ziemlich geil. Aber ich finde die Idee ziemlich gut. Aber ganz klar, da kriegst du einen Eisschnaps, Eistee-Schnaps dann raus. Oder ein Klumpen wegen der Feuchtigkeit. Weil wenn man den Rand draußen. Ja. Aber ich glaube, die sind ziemlich hermetisch abgeriegelt. Schwarz und weiß, stimmt. So. Also ich muss wirklich sagen, diese Allzweckschere, die wir da geschenkt gekriegt haben, die ist göttlich. Ja. Also da merkt man manchmal den Unterschied so, ne? Jetzt muss ich ja den. Ich bin gerade geneigt, das einfach irgendwo hinzukleben, damit ich es los bin. So, hier. Kleine Klebetattoos. Ja! Ja. Das wäre. Ich hab sogar. Die kann man noch selber welche machen. Nee, das ist gerade mit Rocket Beans Logo, aber die kann man selber machen. Kann man? Wer hat das gerade? True Nade? Nade? Kann man auch selber machen. Das kenne ich noch nicht. Silber und Blau sollst du machen. Ach, hast du jetzt habe ich Rot genommen, Freunde. Okay, wie kann man das denn selber machen, liebe Tattoos? So grob? Bitte sofort eine, okay, detaillierte Anleitung. Ihr könnt es auch gerne, falls das irgendwie hochgeladen werden sollte, den Link darunter. Kopfhörer, witzigerweise hatten wir die Idee auch, weil du noch ein paar Einweg, was heißt Einweg? Die können ja gar nicht Einweg sein, ne? Aber ja, wir wussten, also ich habe so eine, um als das zu verstehen, ich habe so eine Touri-Tour gemacht mit dem Bus, wo man so durch so eine Stadt fährt. Und da gab es so Kopfhörer, die konnte man hinterher behalten. Und die wollte ich eigentlich auch reintun, aber die haben nicht reingepasst. Hat man gerade verstanden, was ich gesagt habe? Die haben nicht reingepasst. Ich bin hier gerade abgelenkt, ja.
Nee, die haben nicht reingepasst. Guck mal. Flugzeug. Geil. Ah, das macht so Spaß. So, komm, ich mach noch ein paar. Du brauchst einen Laserdrucker und Transferfolie. Okay. Ah, okay, ja, klar, macht Tätowierer, machen das ja auch, ne? Hm. Ah. So. Ich habe tatsächlich noch welche bei mir am Platz. Quatsch. Oh, der ist auch. Naja, die sehen auf jeden Fall ein bisschen spezieller aus. So. Der ist auch sehr funky. Fokussiere. Ja, das kann die GoPro nicht, das ist zu nah dran. So. Okay. Ach, sind die nicht schön, die Steine? Jetzt kackt die wieder ab. Ja, wir brauchen vielleicht ein neues Gerät. Was sind denn da? Sind die Kugeln? So. Also, wir haben hier auf jeden Fall. Oh, die ist kaputt. Noch ein. Guck mal, jetzt ist sie wieder so eine. Bohnengesicht, was da reinkommt. Flibberhaut. Ja, mach einfach irgendwie an den Rand. Weil das so lange ist. So, ein Bohnentaler kommt da rein. Dann haben wir hier Kirsche, weil ihr das alle so gerne mögt. Naja, oder nee, da kommt ein Aufkleber jetzt rein. So. Stimmt, Aufkleber. Also Bohnengesicht, Flugzeugaufkleber und. Noch ein Spruch? Hatte ich nicht noch einen Spruch übrig? Nee, gibt's mir. Also, wir haben ja auch noch hier Saatgut. Ja. Meinst du, wenn wir da. Na gut, manche Leute haben da halt besonders viel Glück, ne? Dann kommt da noch. Hier, Kürbis haben wir Kürbis, auch noch. Ja. Da könnt ihr dann. Da gibt's dann plus 3 Vitaminen. Plus 3 Carotin. Hat Kürbis, wenn er orange ist, hat er automatisch Carotin. Guck, und das ist das, was ich meinte, dass die immer noch so extra eingepackt sind, damit da keine Keime und so Kram reinkommt. Wisst ihr das? Kennt ihr euch mit Saatgut aus? Also, oh mein, also ich meine jetzt. Kennt ihr euch mit Samen aus? So Blumen und so. Dass wenn die. Genau, also man kann die ja auch essen. Also, weil Laura meinte, wenn wir die da reintun in diese Kapseln, dann. Werden die, was hast du gesagt? Ich weiß halt nicht, ob die dann noch so gut austreiben, weil die vielleicht irgendwie nicht mehr so fruchtbar dann sind. Keine Ahnung. Ja. Weil die vielleicht kaputt gehen durch Umwelteinflüsse. Macht doch von euch Badewasser rein. Oh, das habe ich jetzt neulich gehört. Da ist irgendwie eine, ich glaube auf Twitch oder irgendwie, die verkauft ihr Badewasser. Okay. Das ist der neueste Shit, wahrscheinlich nach getragener Unterwäsche nimmst du dein Badewasser. Und da riechen dann Leute dran? Oder also kippen die sich das über ihren eigenen Körper? Ist das muss ein Fetisch sein wahrscheinlich. Hm. Aber, ja. Also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Die Badewasser kommt dann die, nicht rein, Freunde. Ach, da sind die Zettel, die stehen ja schon hier. Ich habe nicht mal eine Badewanne, ich könnte das gar nicht anbieten. Ich habe, je nachdem, wo ich gerade wohne, habe ich eine Badewanne. So, also das ist. Die trinken plus das. What? Aber das ist doch. Da ist doch auch Seife und so drin. Also das ist doch gar nicht gut für den Magen. Na gut, aber Menschen trinken ja auch Alkohol, das ist ja quasi auch Gift, ne? Also ja, aber. Plus 4 Carotin. Carotin? Also wenn ich da jetzt irgendwie noch Alkohol reintun würde, in mein Badewasser. Leichtigkeit. Ja. Seife reinigt den Magen. Milch ist auch Gift. Ja, oh, jetzt nehmen wir jetzt nicht so eine, so eine tiefgreifende Diskussion. Könnte abführend wirken. Das würde ich unterschreiben. Also entweder danke, dass jemand mal bei der Originalfrage bleibt. Das ist dem Saatgut egal ist. Das ist nicht mehr in dieser. Okay. Ja, am besten wäre es natürlich, wenn ihr die in Erde reintut und wenn es was wird, dass ihr uns das natürlich schickt. Ja. So ein Kaugummiautomaten-Kürbis. So, hier, fertige Kugel. Wir haben. Gesicht, wir haben. Ich will segnen. Kürbis, Saat. Ich will segnen. Okay. Bring Glück. Und was hast du noch gesagt? Schütteln. Schütteln. Und. Ja. Krasser bleiben. Scheiß, was ich hier kriege. Für 20 Cent in der Heinrichstraße. irgendwie ist das doch nicht so geil mit den Steinchen, aber ich mach das jetzt trotzdem weiter. Ich mach einfach mal rein. Sollen wir einfach wir auf Acryl einfach gehen sonst? Das stinkt halt. Mega. Stinkt, stimmt. Komm, wir machen jetzt Acryl. Ja. Wir können das doch einfach da drüber kippen. Das Acryl? Ja. Das löst sich doch in Wasser. Oh. Das musst du ohne machen. Manchmal bist du schlau, Laura. Ich habe das tatsächlich vor 2 Wochen gemacht mit meiner Mutti zusammen. Haben wir Acrylbilder gegossen. Ach, das war mit deiner Mutti zusammen? Mhm. Geil.
Weil also sagen jetzt wir mal so, meine Mutti hat mir zugearbeitet. Ich habe den größten Teil alleine gemacht. Nein. Man macht die nochmal Pralinen? Nee, die macht die nur um Weihnachten. Pralinen machen wir immer zu Weihnachten, ja. Ja. Hm. Das sind die geilsten Pralinen. Hm. Wir brauchen ein Gefäß. Ich habe doch so Schnapsgläser. Was willst du, was machen wir jetzt? Also wir machen Acryl. Jetzt Acryl. Hier, okay. Acryl, da haben wir Acrylgläser. Lustig. Acrylglasgläser. Ja, ich zieh mal die Dinger aus. Ja. Voll reingefasst. Hier. Da kannst du wie sonst auch noch denn mal. Acrylbilder? Ja, da musst du auf Lauras Instagram-Account gehen. Mhm. Sie wird es dort nicht erklären. Mhm. Naja, aber ganz grob im Prinzip, du nimmst einen Becher, so wie wir das jetzt auch gleich machen. Das kann man analog sehen. Du hast hier. Acrylfarbe? Hier ist kein Mülleimer drin, oder? Ich glaube, kein Wunder, dass das immer so zugemüllt ist. Aber wir können hier. Das könnte man ganz einfach lösen, das Problem. Nein. Dann hätte man ja viel weniger Arbeit. So, wir haben hier handelsübliche Acrylfarbe. Mhm. Die ganz hochwertige von einem namhaften Discounter. Das Lustige ist, die sind noch extra hier zugeschweißt. Wow. Welche Farbe wollen wir noch nehmen? Ich kann ja schon mal grün. Hier. Grün. Machen wir so ein bisschen grün, blau, weiß. So. Okay. So. Okay. Ah, wir müssen es eigentlich noch ein bisschen mit Wasser verrühren erst. Na toll. Damit das flüssiger wird. Hier, mir wieder mein gutes. Eigentlich braucht man dafür nämlich relativ viele Gefäße. Aber weißt du was? Machen wir erstmal hier so ein. Wir können ja auch noch die Tasse rein. Okay. Also für die Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben, Lydia und Lauri lassen live heute. Und wir machen kleine Loot-Perlen für den Automaten Kirsch. Kirschautomaten. Ich habe gerade irgendwie hier, weil. Naja. Für den Kaugummi-Automaten, der bei einem Bücherregal wo uns steht in der Straße. Und der Heinrichstraße. In der Heinrichstraße. Und da machen wir jetzt neue Dinge rein, damit ihr da, wenn ihr bei uns seid, looten individuelle könnt. Lootboxen für 20 Cent erstehen könnt. Und es ist ja nicht nur die Lootbox, es ist ja auch das Gefühl, diesen Hebel am Kaugummi-Automaten zu drehen, diese Versetzung in die eigene Kindheit zurück. Die Endorphine, die dabei hochströmen in euer Gehirn. Und noch vieles mehr. Das ist eine ganzheitliche Erfahrung. So, ich hab blau. Mach mal einen Schluck rein. Einen Schluck. Müssen wir die GoPro noch mal ein bisschen hier. Ah. Ah, das hält ja super hier. Wie viel? Ja, recht. Okay. Und dann ein bisschen Wasser. Uff. Ich muss die noch halten, damit das hier. Warte, ich halte. Macht die Kamerafrau. Du sagst Stopp. Ja. Okay. Haben wir noch irgendwas zum Rühren? Ach, diese GoPro. Ach, so ist gut. So ist, oder? Ja. Sonst können wir es auch ein bisschen weiter nach da so. Das wird jetzt halt ein bisschen grüner mit rein, aber das macht ja nichts. Oder nimmst du die Rückseite davon? Also. Die andere Seite. Oder hier. Wir haben noch einen Pinsel. Mit Stiel. Pinsel mit Stiel. Ein stilvoller Pinsel. Oh Mann. So, Und im Prinzip, noch genau, jetzt brauchen wir noch Weiß. Weiß? Oder haben wir Silber? Weiß ist voll langweilig. Oder wir können Weiß mit Glitzer reinmachen. Ja, dann machen wir Weiß und in das Weiß machen wir. Haben wir Weiß, silbernes Silber. Glitzer, ja. Silber, sag ich schon. Glitzer ist eigentlich auch echt so ein Teufelszeug. Das kann ich eigentlich niemandem empfehlen, das zu verwenden. Vor allen Dingen nicht im Gesicht. Ey, auch so Motto-Partys und so, das geht nie wieder weg. Also dieses Glitzer wird jetzt auch die nächsten 5 Jahre im Hangy sein. Sollte so lange diese Hütte noch stehen. Wasser. Ich habe ein bisschen viel Weiß, glaube ich, genommen. Guck mal, das selige Wasser ist auch in der Farbe drin. Krass. Stimmt, das ist doppelt gesegnet. Oh yeah. Schön immer eine 8, Freunde. Das ist eine 8? Ja, ich muss noch mehr Glitzer rein, oder? Und mehr Wasser. Das ist noch nicht flüssig genug. Ich habe ein bisschen viel Farbe genommen. Ich kann ja schon mal hier die erste Schichtung machen. Und zwar gießen wir, das ist das Geheimnis an Acrylic Pouring, wir gießen das hier rein.
Und weil die verhältnismäßig kohärent, heißt das so? Kohärent sind, bleiben die so beieinander. Ja, mach mal einen Schluck rein. Wasser, ne? Das sieht aus wie Quark. Ja. Aber was basteln die? Wir basteln, um es nochmal zu wiederholen, Blutkugeln für unseren Kaugummiautomaten. So, noch mehr? Und der Inhalt dieser Kugeln sind verschiedene wertvolle Kleinigkeiten. Handarbeit. Noch flüssiger? Nee, geht. Nee? Willst du das? Dann nimm mal. Machen wir davon auch noch ein Schlückchen rein. Und dann gehen wir nochmal ein Schlückchen blau drauf. Damit da auch was dann passiert dann. Auskratzen. Oh nee, kommt. Seid ihr eigentlich, lieber Chat, bastelt ihr auch gerne mal? Oder ist das jetzt so komplett Neuland, was ihr gerade hier seht? Okay. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Es dauert immer, bis es ankommt. Mhm. Hm, sieht ein bisschen aus wie so ein... beruflich, ich lust Ramel. Bastelnutkugeln, verkaufen wir dran. Ja, ich finde es eigentlich cool, sowas zu sagen. Basteln ist schrecklich. Oh Gott, nein. Neuland als Kind. Du brauchst gar nicht für alles Feingefühl, wenn du basteln willst. Manche Sachen kann man auch als Grobmotoriker. Oh Gott, jetzt geht's ab. Ja, okay. Aber Fahrrad und Computer basteln, ja, okay. Das zählt auch zu basteln. Auch, ja. Okay. Weißt du was? Die Lücken schließen wir einfach mit dem Pinselchen. Ach, jetzt habe ich gar nicht zugeguckt. Hast du ja schon reingedippt? Ich habe das da einfach so reingedippt. Du hast nicht so viel verpasst. Du kannst dir ja das VOD dann noch anschauen. Zum Basteln gequält? Okay. So, schaut euch dieses hübsche Steinchen an. Also, da gehen die... Ja? Geil. Ist jetzt nicht ganz so geil, wie wenn man das über eine Leinwand gießt, aber hat auch was. Aber hat auch was. Also, da gehen jetzt die Meinungen auf jeden Fall auseinander mit Basteln. Oh, Window Color. Ja. Hast du Window Color früher gemacht? Natürlich, ich habe alles mitgemacht, was zwischen 95 und 2005 aber angesagt hast du war. So dann das mit nach Vorlage gemacht? Also, man hat das auf Glasfolie gemacht, ne? Ja, auch so. Dann hattest du auch eine Vorlage oder hast du das Freihand gemacht? Nee, immer mit Vorlage. Immer mit Vorlage? Das habe ich mir damals nicht zugetraut. Da war ich immer sehr enttäuscht von meinen Werken, wenn ich irgendwas Freihand dann gemacht habe. Ich habe es natürlich Freihand gemacht, sah richtig scheiße aus. Mhm. Mhm. So, aber ich habe dann auch nur so Herzchen und Sternchen gemacht. Die sahen nicht gut aus. Sollen wir noch ein paar Kugeln füllen? Ja. Ich kann auch noch mal hier was schriften. Kann ja mal gucken, ob das... Ach, guck mal, das ist schon fast trocken hier. Fast. Nice. So, ich beschrifte jetzt hier noch mal was. Genau, schreib mal... Das hatten wir Motivation, war gut, ne? Plus. Ja. Plus 4 Motivation. Plus 4? Plus 2? 4 ist viel, oder? Ja, also ich würde sagen, so 6 ist schon so das Krasseste, was geht. Okay. Boah, ich habe keine Ahnung über irgendwelche. Okay. Da hast du immer 2 drauf Verhältnisse, ne? Ich mache jetzt noch 1 drauf. Echt? Ja. Bist du aber geizig? Ja, dann machen wir halt einen Special Glitzerstein noch da rein. Okay. Das war der erste. Okay, also was hast du gesagt? Plus 4. Plus 4. Ja. Motivation. Geil wäre auch, wenn wir so richtig geile Rechtschreibfehler reinmachen würden. So. Was hast du geknickt oder gerollt? Faltet. Faltet, ne? Ich wollte das. Plus 2 auf Klingelstreich. Klingelstreich. Russische Geselligkeit, stimmt. Wird Luna eigentlich nochmal, gibt es eine Fortführung? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die Funksachen. Aber man soll ja nie, nie sagen. Guck mal, ich mache hier nochmal ein paar andere Aufkleber. Wir haben noch so schöne Flamingos. Mit Glitzer. Glitzer. Nee, ja. Oder hier, ohne Glitzer. Aber dafür kann man sich da draußen Obstsalat machen. So. Was können wir denn noch draufschreiben? Habt ihr denn früher auch Sticker gesammelt? Oh, das ja. war eine große Passion von meinem jüngeren Ich. Das Thema hatten wir ja schon mal. Und ich habe das jetzt auch wieder gefunden. Mein altes Stickeralbum.
warst du hocherfreut, als du durchgeblättert hast. Plus einen Tag Urlaub in der Firma. Hm. Nicht, dass die dann hier anrufen, eure Firmen, und von uns irgendwie Geld wollen oder so, damit die einen Tag Urlaub machen können. Ach, sollen sie doch. Wohin? Wir haben noch keinen Platz. Wir haben noch keinen Platz, wenn die bei uns in der Firma... Ach, wenn die bei uns Urlaub machen. Oder was hast du gerade gesagt? Ein Tag plus ein Tag Urlaub in der Firma. Ach so. Als Gewinn. Ah, okay. Punkte. Wie heißt denn das? Als Level Up. Level Up. Okay. Keine Ahnung. Wie auch immer. Wir sind voll die Pros, ihr merkt das. Das Badewasser ist immer noch hier auch Thema. Ja, da siehst du, stehen auch nicht alle. Plus 3 Freundlichkeit. Das ist doch was, eine richtig schön positive. Plus 3 Entspanntheit. -5 Nackenschmerzen. Freundlichkeit. Und -2 Selbstkontrolle. Ich sehe schon, du willst es ungefähr, du willst den Leuten mehr Action geben. Aber nee, das wäre geil mit Durchfall jetzt mit drin. Plus 3 Freundlichkeit und was? Und dann Durchfall noch mit dabei. Nein. Okay. Nachher das macht, da kommt eine Familie zu unserem Bücherschrank, sucht sich so ein paar nette Kinderbücher aus und dann sagt das Kind, oh Mama, darf ich an dem Kaugummi-Automaten auch was holen? Und dann sagt Mama, ja, okay, weil heute Sonntag ist. Und dann holen die deine Kugel raus und dann ist da ein Zettel drin, da steht drauf, +3 Durchfall. Das können wir doch nicht machen. Das ist witzig. Freundlicher Durchfall, ja. Das existiert nicht. Für -20 Cent. Ja, genau. Das ist true allerdings dann, ja. Ja. -20, witzig. Ich bin sehr zufrieden. Mundgeruch finde ich auch gut. Oh, das finde ich auch ziemlich. Aber minus bitte, -2 Mundgeruch. Aber das ist doch witzig, wenn du in einem Pen and Paper bist und du musst jemanden überreden, irgendwas zu machen. Und hast Mundgeruch? Und dann ist Mundgeruch. Das ist doch voll. Also ich kann mir vorstellen, in manchen Lebenssituationen kann es einem helfen, wenn man Mundgeruch hat, wenn man jemanden ganz schnell loswerden möchte. Oh. Den Fahrkartenkontrolleur oder so. Warten Sie einen Moment, ich muss die Fahrkarte noch suchen. Also mit Mundgeruch, ne? Habe ich ja, also ich bin neulich Zug gefahren und da saß ein Herr neben mir und sein Telefon klingelte und er ist ans Telefon gegangen. Und sowas von einem harten Mundgeruch habe ich noch nie gerochen. Und er hat nach vorne in sein Telefon telefoniert und ich saß daneben und ich habe gedacht, meine Augen brennen weg. Und jetzt dieser eine, der gerade zuguckt und sich denkt, ach Mensch, das ist doch die, neben der ich im Zug saß. Nee. Und ihm wird plötzlich klar. Aber dann, ey, das war, Freunde, also da habe ich echt gedacht, das war richtig schlimm. Es tut mir auch leid für den Mann, aber das war, Ich mach Mundgeruch jetzt rein. Ich mach +4 Mundgeruch. Es ist entschieden. Ich habe hier nochmal ein kleines Kügelchen gemacht, da ist Kirsche drin jetzt und eine Ananas und eine Palme. Und was machen wir denn noch da rein? Hier ist noch so ein... Da ist noch ein Zettel? Ja. Okay. Muss mir aber jetzt. Wir haben auch noch ein Gesicht fertig. Nee, Gesicht ist zu viel. Ah, das ist die Motivation. Okay. Ah, nein, jetzt ist alles wieder raus. Bisschen Nagellack noch an den Pfoten. Also, ich meine, es war bestimmt auch bei ihm einfach so ein gesundheitliches Ding. Und es tut mir auch wirklich leid, aber das war wirklich. Das war. Wie geht das? Das ist wie so Nebel, der sich im Raum verteilt. Nur mit Geruch. Tja. Okay. Möchtest du einmal segnen? Das segnende Wasser sprühen? Yes. Gesegnet sei so Lootkugel. Oh, Krankenpfleger. Ich weiß, wovon ich rede. Oder hat jemand wahrscheinlich gerade erklärt? Ich glaube, das hängt auch manchmal mit dem Magen zusammen. Oder den Zehen. Mhm. Würfelglück ist auch schön eigentlich, oder? Ja. Würfelglück? Aber 10 ist ein bisschen. Das ist ein bisschen viel. Nicht für 20 Cent. 5. Nee, oder 3. Oder einmal sagt man dann einmal. Ja, +3 Würfelglück, glaube ich, können wir machen. Finde ich gut. Ich möchte jetzt da eigentlich mal so einen Stein reintun, aber ich traue. Doch, der ist.
Nein, der ist nicht ganz drauf. Oh Gott, das geht so schnell. Infektion der Atemwege. Oh. Das kann auch Mundgeruch machen. Wie kriegt man denn eine Infektion der Atemwege? Durch Viren, Bakterien. Wie was alle muss anderen? Man da was eingeatmet haben? Naja. Oder nee, wie kriegst eine du Krankheit? Eine Infektion des deiner Leber? Keine Ahnung. Sie, ja, ich war gerade der Körper ist da ein geschlossenes System. Das kommt alles überall. Ja, ich habe vergessen, wie viel Glück wollte ich reinstellen. Aber das ist natürlich echt bitter dann. Ja. Ja. Viel rauchen, ja. Ja, aber das ist nochmal anderer. Anderer Geruch. Mandelentzündung, ja. Viel trinken. Plus 5 Blähungen. Oh, das ist doch wieder gemein einfach. Außerdem leiden alle anderen auch unter diesen Blähungen dann. Mit der Nase. So. Was kann man noch draufschreiben? Über was wolltet ihr euch noch freuen? Schluck auf finde ich auch witzig. Oh. Scham. Ich verhindere immer ein Unglück. Oh. Wir können auch noch Intelligenz zum Beispiel sowas Klassisches machen. Stolperschutz. Scham, genau. Das ist, hast du das auch gerade gesagt? Weiß ich nicht. Manchmal versinkt man so in seinen Gedanken, wenn man sich auf den Chat einlässt. Stärke. Plus ein Dinner mit Simon. Charisma. Na, ich hab Sichtstärke, habe ich geschrieben. Sehstärke heißt es eigentlich. Upsi. Aber Sichtstärke, Sehstärke. Ich meine, das kann man doch synonym verwenden. Charisma, ich finde Charisma gut. Ja. Minus zwei mal? Minus zwei Charisma? Ja. Nein, plus. Echt? Also ich muss hier einfach für die Positivität der Erde kämpfen. Also, ich fasse es nicht. Okay. Wir machen so einen richtigen Schönling. 5 plus 5 oder so. Plus 5. Plus 3 Würfelglück und plus 5 Charisma. Ja. Los. Das wird auf jeden Fall der Star des Abends, wer auch immer diesen Zettel zieht. Charisma. Ich probiere jetzt mal, die so abzutrocknen, dass man die befüllen kann hier. Optimismus. Ein Leben. Ja. Promille finde ich auch witzig. Okay, damit kann ich leben. Okay. Spielt ihr eigentlich selber auch so Pen and Paper? Und wenn ja, was für Systeme? Kannst du mit dieser Frage irgendwie hantieren? So ein bisschen. Ja? Also ich bin jetzt nicht so riesig in der Szene drin, aber so ein bisschen. Ich habe das früher als Jugendliche mehrmals gemacht. Plus eins Ausrede ist auch schön. Ja. Fernwaffen. Hm. Plus drei auf Fernwaffen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, sowas. Nein. Wir können doch hier nicht zum Gebrauch von Waffen aufrufen. Ich fühle mich hier wie die Mutter, die das hier regulieren muss. Okay. Spätestens das eigentlich an. Nein, spielen nicht. Oh, wir sind, glaube ich, schon deutlich über unsere Zeit rüber. Aber nee, da steht doch gar sonst nicht. Keiner. Ach so. Steht. 20 Minuten haben wir noch. Ja, genau, aber im Pen and Paper benutzt man doch Waffen. Nein. Hey! Ich würde gerne noch länger machen. Viel länger, wenn ihr. Aber wir müssen heute tatsächlich auch noch richtig arbeiten. Mhm. Das ist richtig arbeiten hier, Laura. Ja. Bis zwei? Eine halbe Stunde. Das ist noch eine halbe Stunde dann? Ja, gut. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann schaltet halt auf ein Video. Das trocknet halt auch einfach nicht hier, deswegen, naja. Naja, also aber diesen einen Stein befülle ich so. Hast du einen fertigen Zettel für mich? Och, schaut euch das an, wie hübsch sie das gefaltet hat. Wie ein W für Winner. Okay. Was kann ich noch draufschreiben? Was hatten wir eben noch? Hm. Herzlichkeit. Plus.
Minus. Lass uns mal was mit Minus machen, aber im Positiven. Also, okay. Minus ist nie positiv. Nein. Minus 3 Pickel. So. Laura, hast du überhaupt schon mal hast du das schon mal gemacht? Das ist ja auch nicht auf Pen and Paper bezogen. Das ist doch auf euer Leben. Ach so. Ich habe das jetzt nur auf Pen and Paper bezogen. Nein, das ist okay. Gut, die. Das so und so gut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch minus 3 Pickel in einem Pen and Paper. Das ist ja quasi plus 3 gut aussehen. Und dementsprechend dann auch plus 3 Attraktivität. Okay. Minus 3 Pickel. Ja. Okay, wir haben hier einen Stein, wir haben einen Zettel und Kürbis. Kürbissaat. Wo sind die Kürbissaat? Ja, es wird immer schlimmer hier. Hm. Genau, wir haben ja noch 2 Kürbiskerne. Und wir haben hier noch ein Gesicht. Oh! Okay. Das trocknet hier voll langsam. Du musst einmal segnen. Oh. Gesegnet seist du, Lootkugel. Chaka. Minus 3 Pfeile finde ich gut. Minus 3 Pickel und minus 3 Pfeile. Okay. Lydia will die Welt brennen sehen, ja. Den Eindruck habe ich so langsam auch. Ein glücklicher Zufall, dass wir uns so gut neutralisieren dann. Das muss an der Haarfarbe liegen. Stimmt, aber eigentlich soll es dann andersrum sein. Hab auch das teuflische Rot gerade. Ach, die Scheiße trocknet echt nicht hier. Plus ein Kind. Oh, oh. Nicht schlecht. Ja, komm, den können wir reinschreiben. Ach, das ist wieder witzig. Das ist ja kein Unheil. Meistens. Naja, da gehen die Meinungen aber auseinander. Ach, Leben kann doch niemals sein. Oh Gott, sein. Laura. Okay, plus ein Kind, minus ein geplatztes Kondom. Okay. Plus ein Kind. So, ich entscheide jetzt, dass dieser Schein minus 3 Lebensfreude? Nein. Also ich finde, minus ein Kondom finde ich schon. Das ist, kann man als logische Kette sehen. Kondom. Mama, was ist ein Kondom? Das ist sowas wie. Das ist wie Gummibärchen. Das wurde mir damals gesagt. Was? Ja, als ich das mal gefragt habe mit, keine Ahnung, 6 Jahren oder so. Nee, da war ich noch jünger wahrscheinlich, weiß es nicht. Und dann haben alle gesagt, ja, das ist wie Gummibärchen. Alles Gummi. Ja, dann, Mama, ich will auch ein Kondom. Ja, dann hätte ich aber auch ein Kondom gehabt. Wieso haben wir nie Kondome zum Essen? Ich glaube, sowas hätte ich dann gesagt. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, wahrscheinlich habe ich auch sowas geantwortet dann, aber ich kann mich nur noch an diese Antwort an sich erinnern. Okay. Kann man auch essen. Das ist ein Ballon. Ja, genau, sowas hätte ich halt auch gesagt. Ja, das waren tatsächlich, glaube ich, nicht mal meine Eltern, die das gesagt haben, sondern meine Cousinen und Cousins, mit denen ich da. Ja, das ist ein Dauerkaugummi. Okay. Gut. Also ich glaube, unsere. Aber ich habe ja noch ein Gesicht. So. Ein Gesicht kommt hier rein. Was hast du noch für einen Zettel? Was ist das mit dem. Achso, das habe ich. Das ist Pickel und Pfeile. Okay. Und dann machen wir da noch. Ja, nee, viel verdammt. Wir machen noch ein paar Sonnenblumenkerne rein. Okay, was können wir noch drauf schreibseln? Haribo macht Erwachsene. Stimmt, ja, hab ich auch. Man könnte auch. Einmal Glückskeks. Oder Glück einfach nur. Glück. Plus 2 Glück. Glück und Spiritualität und die richtige Entscheidung treffen und. Was sollen wir? Sollen wir auch noch minus 2 Nierensteine draufschreiben? Okay. Minus 2 Nierensteine.
Kannst du noch einmal zwischenzeitlich? Ja. Gesegnet seist du, Lootkugel Chaka. Und ein Klopfer. Was? Klopfer? Kennst du die Alkoholklopfer? Kennst du nicht? Achso, du meinst diese kleinen Fläschchen, ja, die man aufklopft. Ja, und dann macht man sich den Deckel auf die Nase. Das geht bei mir nicht, dafür ist meine Nase zu voluminös. Okay. Eine Deckelbehinderung quasi. Das 20 Gold. Also so Gold oder Leben finde ich auch ganz gut. Minus 20 Nierenschein plus 1 Leben. Ja. Ja, plus. Plus 1 Leben. Du machst das so schön. Ich habe das da richtig ranzig drauf geschrieben. Ist gut, dass wir die Rollen getauscht haben. So. Da kommt jetzt ein Flamingo rein. Ich glaube, ich muss mir mal ein neues Näschen putzen. Aber hier die Gesichter, die trocknen gar nicht. Also ein zu dick gemacht. Flamingo. Oder? Achso, stimmt, ich kann auch noch ein paar Gesichter fertig machen, ne? Oh nee, das sieht anders aus. Geil. Ja, ja, das glänzt. Aber jetzt haben wir die gar nicht mehr lackiert. Ist ja auch ein Lackstift. So, Zitrone. Und ich hab heute nicht meinen hellsten. Ein Zettel. Zettel. Gib mir hier mal bitte so ein. So ein. Ein Zebra. Du meinst ein Küchentuch? Ja. Unabhängig vom Hersteller. Natürlich. Oh, der Flamingo ist zu groß für die Kugel. Kein Kopf Flamingo. Einfach nur die. Ohne Füße. Worte. Ohne Worte. Nur die Füße. Man weiß nicht, was es ist. Nein, ich habe so noch kleinere Flamingos. Das ist gar kein Problem. Okay, aber komm, wir können auch. Wenn da schon kein Bohnenteil drin ist, dann ist das zumindest ein glitzernder Flamingo. Okay. Wir können auch natürlich einen Spruch, einen kurzen Spruch draufschreiben. Na, wir können doch jetzt nicht mit dem Konzept brechen. Wieso? Da sind doch eh noch Sprüche drin vom letzten Mal. Aber. Wie findet ihr das doof, Chat, wenn da jetzt irgendwie coole Sprüche stehen, wie auf Keksen? Keks, Krümel, Verpackung. Ach so, Orakelsprüche meinst du? Ja. Du solltest Nummer 24 in deiner Kontakteliste auf deinem Telefon ganz dringend einen Blumenstrauß schenken. Oh ja. Sehr gut. Ah, der ist auch zu groß. Kann doch nicht wahr sein. Was? Okay, nee, doch, das dauert geht ewig, bis es trocken bleibt. Ja, ja. Na, vielleicht. Es war eine gute Idee, aber nicht für eine Hängi. Also. Du sollst Mutti anrufen, finde ich auch gut. Ja. Ruf deine Mutter an. Das kannst du auch schreiben. Oder ruf. Okay. Ja. Oh. Gesegnet seist du, Lootkugel, Chaka. Okay. Ruf. Deine. Ich lege Wert auf das Wort Mutti. Mutti mit einem Herz obendrauf. An. Das musst du einmal zeigen in der Insel GoPro. Insel GoPro. Ah. Juhu! Was ist, wenn meine Mutti doof ist? Dann rufst du trotzdem an und schnack mal mit ihr. Ja. Vielleicht. Naja. Durch Reden kann man ja viel Doofheit auch beseitigen. Beseitigen oder nochmal bestärken. Oder bestätigen. Dann bist du dir auf jeden Fall sicher. Dann rufst du deinen Vati an. Oder genau. Oder irgendeine andere Mutti. Soll ich auch nochmal ruf deinen Vati an? Ja. Okay. Oder Vati mit Doppel-D. Mit Doppel-D? Aber ruf Fadi an einfach. Ruf Fadi an. Ruf. Mach Fadi auch groß. Da. Oh, wir müssen das alles gleich aufräumen, ne? Ruf Fadi an. Ich glaube, das falte ich einfach hier. Bin ja nicht blöd. So. Sehr gut. Du. Anrufen heißt ja per se nicht mit der Person sprechen.
Gut. Ja. Gut. Ah, gab es da nicht früher auch mal so eine Werbung, wo die Person das dann so ein Papagei den Hörer hingelegt hat und ist dann rausgegangen? Es gab aber mal so eine Werbung, kann sein. So es klingelt ein bisschen. Also ich habe jetzt hier auf jeden Fall auch nochmal ein Steinchen reingetan. Der ist schon fast trocken. Schmiert vielleicht ein bisschen jetzt auf das Papier ab, aber naja, das macht nichts. So. Ah, ich war hier am Lesen. Gesegnet sei das Lotkugel Chaka. So. Noch mehr Kugeln. Plus ein Obst. Tatsächlich sind das bisher alle Kugeln, die wir haben. Ich dachte irgendwie, wir haben schon viel mehr geschafft, aber. Ja. War nur die GoPro, ganz allein. Okay, ich finde plus ein Obst gut. Plus ein Obst. Plus ein Obst. Okay. Plus ein Obst. Minus ein Karies. Hier könnte dein Name stehen, finde ich auch gut. Der Rocket Beans Supporters Club wartet auf dich. Oh. Wäre doch auch was Schönes. So, da, ich habe hier doch noch Flugzeuge. Da kommen wir jetzt auch noch ein Flugzeug rein. Und stehen bleiben. Ein Zettel. Bitte wenden. Finde ich auch cool. Aber auf beiden Seiten bitte wenden. Finde ich auch cool. Ja, mache ich. Du kannst mir auch einfach die Segnung, das Segnungswasser rüberstellen. Ja, ich komme hier gar nicht hier so potte. Okay, gesegnet seist du. Bitte wenden. Bitte. Wenn. Da will ich mich ein bisschen um meine 20 Cent betrogen fühlen, ganz ehrlich. Komm, da ist dann irgendwas anderes drin. Na, das kannst du dann vielleicht jedem Kind geben. Den Gag ist es vielleicht wert. Ja, und das kann dann drüber philosophieren. Über die Sinnlosigkeit der Existenz. Ich mache jetzt mal noch ein. Ich hoffe, keiner kommt auf die Idee, diese Kerne dann zu essen. Ich weiß nicht, ob die für den Verzehr geeignet sind. Vielleicht müsste man eigentlich auf die Zettel, wo die drin sind, noch dazu schreiben, was das ist. Zum Aussehen. Ja. Niete. Stimmt. Niete finde ich auch gut. Zonk. Zonk. Nee, Zonk ist bestimmt geschützt. Niete. Finde ich auch gut. Niete. Gesegnet seist du. Plus ein WG-Zimmer. Ach ja. Plus oder minus drei. Minus drei. Rückzahlung. Ja. Nee. Plus zwei Mathe finde ich aber auch so für alle, die noch zur Schule gehen oder studieren. Ah, ja. Plus zwei Prokrastinieren. Das ist ein Wort, das habe ich erst vor kurzer Zeit kennengelernt. Okay. Prokrastinieren. Also was heißt vor kurzer Zeit? Vor 3 Jahren. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das hatte dann so eine hippe Phase, wo alle Leute auf einmal prokrastinieren gesagt haben. Ja, was hat man denn davor gesagt? Da hat man das einfach nicht gemacht. Da hat man seine Aufgaben erledigt. So. Achso. So. Ja, aufschieben, stimmt. Man hat aufschieben gesagt. Aufschieben, ja. Oder lieber etwas anderes tun. Keine Ahnung. Haben wir nicht noch irgendwas anderes vorbereitet? Nee. Reicht dir das etwa nicht, was wir hier alles Wahnsinniges gemacht haben? Ja, das trocknet ja nicht. Das trocknet nicht, das ist echt. Also ich mache noch ein paar Augen.
Was wollte ich jetzt machen? Ach so. Wir können es auch beide bitte. Machen. Bitte. Nee, wir haben nur einen Pinsel. Was hast denn du für Farbe genommen? Für Schwarz, Acryl? Diesen Klecks hier. Ah ja, diesen Klecks. Okay, Himbeere, eine Palme und ein Zettel. Aber wir können auch Augen einfach auf die Steine machen, malen. Das wäre ja auch witzig. Oder? Probier das jetzt mal aus. Gesegnet seist du. Ich mach jetzt Gesichter ein. Das ist wie bei Homöopathie, wenn man das schüttelt, dann lädt man das Energiepotenzial auf von der Kugel. Sehr gut. Ich mach jetzt Augen auf auf die Steine. Die Steine, okay, ja. Okay, ey, komm, 20 Cent, da kann man auch einfach nur einen Stein mit Augen drin haben. Hallo? Ist doch voll geil. Ist ja nicht irgendein Stein, es ist Kiesel aus dem Garten. Und Handarbeit. So. Gesegnet seist du. So. Wenn man schüttelt, kann es auch passieren, dass es sich entlädt. Nee. Aber ja, schreibt das jemand? Ich habe gerade überlegt, ob das ein Wortwitz ist irgendwie. Aber ich komme nicht drauf. Nee, ich auch nicht. Vielleicht ist es einfach nur Physik. Was essen wir heute, Laura? Also wir wollen heute was sehr Gesundes essen. Ja. Chat, was sagt ihr denn? Döner. Hatten wir, ich habe lange keinen Döner. Das ist jetzt ein Downer, aber bitte ohne Fleisch für mich. Du kannst auch einen Döner ohne Fleisch essen. Gilt da noch der Begriff Döner, wenn da kein Fleisch drin ist? Klar. Döner ist doch einfach nur eine, so ein Fladen mit Zeugs drin. Oder nicht? Gefüllte Paprika. Döner, siehst du? Ja. Hast du schon mal einen Döner gegessen? Als ihr in Leipzig wart, warst du da in der Fleischerei mit V? Nee. Ah, das ist... gesegnet, sagst du. Das war sehr lecker da. Also, was esst ihr? Pizza Hawaii, Falafel Homie? Döner ist der drehende Fleisch am. Gebraten Reis mit Gemüse. Ja, aber Reis dauert so lange zu kochen. Also, Ratatouille. Es soll sehr gesund sein, möglichst zeitunintensiv in der Vorbereitung. Genau, also es sollte schnell sein und kein. Also, ihr wisst, was wir essen würden. Couscous, ja? Ach, guck mal, die habe ich noch gar nicht ausgepackt hier. Aber wir haben das letzte Mal, als Lydia hier war, haben wir auch den Fehler gemacht. Also wir wollten Couscous-Salat essen. Und dann standen wir da beide und es war eine Packung 500 Gramm Couscous. Und haben überlegt, wie viel sind denn wohl 500 Gramm Couscous so bezogen auf die Menge, die man tatsächlich davon essen kann. Und dann dachte ich mir, ich habe mal irgendwo ein Rezept gehabt mit 250 Gramm oder so und das war nicht so viel. Hatten meine Erinnerungen mir gesagt. Und dann haben wir diese 500 Gramm gemacht und haben davon original, glaube ich, 5 Tage lang gegessen. Ja. Das war ganz schön viel. Aber wir haben dann einfach Couscous in verschiedenen Varianten gegessen und dann ging es eigentlich. Ja, ich erinnere mich am letzten Tag, dass du gesagt hast, ich will kein Couscous mehr essen. Ja. Jemand hat gerade Maultaschen geschrieben, finde ich auch geil. Ah. Warum hast du gestern nicht bei Moin Moin mitgemacht, Laura? Weil wir arbeiten müssen. Keiner hat gefragt. Ja. Nein, tatsächlich mussten wir arbeiten gestern. Ja, aber das wie ist ja jeden Wochentag. Aber das ist ja auch so ein Ding, so Fleischersatz. Findest du das als Vegetarierin gut? Oder denkst du dir nur so, ey, voll Quatsch? Also ich persönlich brauche das eigentlich nicht, aber ich finde, wenn man damit Leute dazu bringen kann, ein bisschen weniger Fleisch zu essen, nicht das. Ein legitimes Mittel. Und manche Sachen, finde ich, schmecken auch tatsächlich, also so diese Nuggets, diese kleinen panierten, fleischlosen zum Beispiel, das ist sowas, das brate ich mir auch gelegentlich mal. Ja, aber es ist vor allem die Panade auch, die das attraktiv macht. Von mir aus könnte man irgendwas panieren und das ist dann geil. Ja, das stimmt. Ja,
Ja, Maultaschen sind tatsächlich so ein sehr, sehr häufiges Mittagessen. Vor allem für mich. Ja, Maultaschen sind ziemlich gut. Oh, gebratene, knusprige Maultaschen mit einem Salätchen. Ja, ja. Maultaschen könnte ich mich auch anfreunden heute. Hm, okay. Ja, Maultaschen. Ich esse aber wirklich sehr oft auch. Aber ich habe es tatsächlich schon länger nicht mehr. Gott, willst du da auch noch schwarze Punkte drauf machen? Ja, aber ich glaube, vielleicht solltest du die hier selber bemalen. Naja. Man braucht ein ruhiges Händchen. Ja, das ist ganz schön schwer hier. Da ist ein Aufkleber. Habe ich nicht noch? Naja, also ich finde, also dieses Thema, also ich finde es eigentlich ganz cool, dass es so verschiedene fleischlose Varianten gibt. Also wir haben tatsächlich auch gestern noch ein Stück von dem Next Level Patty probiert und das ist wirklich sehr lecker. Finde ich auch. Also dann ist es doch auch egal, ob Fleisch drin ist oder nicht, oder? Wenn es gut schmeckt. Es ist doch eigentlich egal, ob es dann als Fleischersatz gilt, solange es lecker ist. Ja, eben, genau. Also solange dann muss es dann gibt, ja dann muss nicht kein, da muss nicht vegetarische Hähnchenbrust draufstehen, weil wenn da einfach nur steht geiles Sojaschnitzel, dann ist kauft es auch geil. Zwar keiner, aber okay, ich krieg das jetzt heute nicht. Man braucht nur ein attraktiveres Wort. Soja ist ja schon so im Verruf. Man muss halt einfach sagen, irgendwie samtige was Protein, wir können das samtige Proteinkeule. Wie würdet ihr das nennen, wenn es nicht irgendwie Soja- oder Tofu-Schnetzel das heißen soll? Man braucht einfach ein hübsches Kunstwort dafür. Wombo-Schnitzel. Wombo-Schnitzel. Ey, guck mal, wenn du in ein Restaurant gehst und auf der Karte steht paniertes Wombo-Schnitzel mit Pommes, willst du dann nicht sagen, hau ich rein? Ja. Und du denkst dir, und Wombo ist nichts anderes als Weizenprotein oder so. Keine Ahnung. Plünsch. Geiles Sojaschnitzel. Tindernama, gut. Fake-Schnitzel. Fleischfrei. Ja. So. Mach doch sonst. Achso, du machst da ich jetzt mach, ein paar Pupillen das auch drauf, ne? Gut. Das sieht mach ein paar Pupillen. Ich mach ein paar Kapseln. Turbo-Tofu. Wannabe-Fleisch. Ach komm, Freunde. Nein. Dinkelsteak. Also Dinkel, ne? Du bist kein Freund von Dinkel? Nee. Ich hab mir. Wie ist deine Meinung zu Grünkern? Ja. Okay. Weiß ich nicht, habe ich noch nie lecker gegessen. So Grünkernküchlein? Habe ich noch nie leckere gegessen. Echt? Nee. Ich war ja, als ich in Frankfurt war, war ich auf so einem Markt und da war so ein krasser Bio-Bäcker und der hat halt auch so Dinkel-Bio-Teigsachen verkauft. Mhm. Und ich so, boah, Dinkel macht bestimmt voll satt und so. Das hat richtig scheiße geschmeckt. Das kann ja aber auch einfach nur die Schuld des Bäckers gewesen sein. Ja, und dann war das auch noch mit so eine Pizza-Zeugs drin. Es hat einfach geschmeckt wie nasser Bauschaum. Wir haben noch ein Yellow Submarine. Geil. Also da mag jemand Grünkern. Also ich finde tatsächlich auch Grünkern super geil, auch so Grünkern-Eintopfsuppe und so Zeug. Da bin ich noch neu drin. Also ich würde auch sagen, ey geil, ich mach mal Grünkernkuchen, aber ich habe das tatsächlich auch noch nie gemacht. Ich habe das immer nur bei anderen gegessen. Also ich finde es auch nicht, also ist ja gut, dass man so ein paar Alternativen hat, aber das war. Haben wir noch Zettel? Nee. Na dann muss ich wohl eins schreiben. Aber irgendwie ist es geschmacklich nicht meins. Das schmeckt einfach, ich mag die Konsistenz und den Geschmack nicht. Oh, jetzt gebe ich mir mal ganz viel Mühe hier. Ganz viel Mühe. Was hatten wir da noch alles so? Ich schreibe jetzt minus zwei. Den letzten Kuchen, den ich gebacken habe, wurde liebevoll mit Bauschaum verglichen. Nackenschmerzen. Hm. Und er wurde trotzdem gegessen? Ich finde aber eigentlich, Bauschaum sieht halt ein bisschen aus wie Baiser, so, ne? Ja, ey, mit Bauschaum sieht schon appetitlich arbeiten, aus. Das ist richtig geil. Hast du schon mal mit Bauschaum gearbeitet? Mhm. Das macht's richtig. Ich habe mal einen Vulkan aus Bauschaum gebaut. Stimmt. Ja, ich finde es richtig geil, mit Bauschaum zu arbeiten. Macht mega Spaß. Minus zwei Nackenschmerzen plus drei Gelassenheit.
so. Kriegt er noch Nasenlöcher? Oh Gott. Sollen die so bleiben? Ja. Er hat ja nicht mal einen Mund, der kann doch gar doch, nicht reden. Der hat nämlich hier einen Mund. Da, das ist Moment, so. Diese Kerbe da drin. Ich kann das einfach noch nicht hier so. Ja, diese Kerbe ist. Ah, okay. Okay, alle denken jetzt, was ist mit Lydia los? Ich finde es gut, es bleibt so. Ich finde den auch sehr sympathisch, doch. Sympathisch. Ich habe gerade überlegt, ob ich ihm noch irgendwas aufkleben kann, aber. Naja. Ja, zum Beispiel habe ich einmal. Ich weiß, vielleicht finden die Leute das Thema auch richtig scheiße. Was? So Dinkel? Dinkel und alternatives Essen. Weiß ich nicht. Ich habe mal Heuschrecken gegessen. Das war in der Zeit, als ich noch Fleisch aß. Nee. Die waren tatsächlich sehr lecker. Das sagen alle, die das schon mal gegessen haben. Aber ich glaube, das ist einfach nur wegen der Panade. Das ist ja nicht mal, das ist gewürzt und oder frittiert gewürzt. Halt, ne? Ja, es schmeckt aber, halt wie Chips. Aber ganz ehrlich, frittiert schmeckt doch alles. Guck, und Problem gelöst. Einfach ja. Alles frittieren alles und einfach, schon brauchen ja. Wir keine Rinder mehr, die Methan in die Luft pupsen. Ich pack deinen Stein gleich ein. Okay. Hey, das hat sich gereimt. Und ich brauche einen Zettel. So. Plus 1 Intelligenz. Haben wir Intelligenz schon? Nee. Intelligenz. Die ist ein bisschen übernächtigt, die hier. Intelligenz. Und minus 3 Intoleranz. So, und schon haben wir ein Hügelchen mit Steinchen und Vögelchen. Wow! Zettel. Naja, also jedenfalls, um das Thema vielleicht ein bisschen abzuschließen, ist ja immer gut, wenn man sich vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzt und einfach offen ist und das ein bisschen probiert. Also ich esse ja zum Beispiel gerne Fleisch. Aber ich finde es auch geil, mal nichts an fleischigen Sachen zu essen. Was ist das Wort zum Sonntag? Oh Gott, Amen. In nomine Patri. Mhm. Das ist voll die Mission. Hier noch ein hübsches Krokodil. Guck mal, das ist voll geil, weil hier ist so ein schiefer Mund. Stimmt, der hat so eine kranke Lache. Ja. Muss ein bisschen näher ranhalten. Geil. Oh, ich kann es einfach noch nicht. Ist das bedingt durch deine Gehirnhälften, dass das eine Auge immer größer ist, oder machst du das mit Absicht? Das mache ich mit Absicht. Okay, gut. Weiß ja nicht. Okay. Ich finde das. Also ich finde, dass wir, das ist sehr schön. Oh nein, der ist ja wirklich schön hier. Oh. Das ist vielleicht auch eine gute Sache für Kindergeburtstage. Steine anmalen, Steingesichter. Muss gleich Patent drauf anmelden. Ja. Nee. Wir haben wirklich keine fertigen Zettel mehr, ne? Nee. Ich hatte keine Lust mehr. Okay. So, also 5 Minuten noch. So. Plus 1. Plus 1. Standhaftigkeit. Stand? Ich hoffe, das. Und plus 2. Balance.
Nee. Ich glaube, das Krokodil ist ein bisschen. Oh, ne. Gut. Ist gestaucht, ja. Ist ein rundes Krokodil jetzt. So. Hier dann noch Saatgut. Ja. Poesie. Hm. Oder sollte das Poison heißen? Das finde ich auch gut. Plus Barbecue-Salat mit Toast. Plus zwei. Hm. Oh, Spinatfeta mit Spinatfeta-Muffins. Muffins. Plus drei Spinat. Ich finde Muffins geil, aber meistens sind die trocken. Dann eher so ein Brownie, ne? Oh ja, Brownie. Oh, ich habe lange keine Brownies mehr gegessen. Mmh, lecker. Und ein Segelboot rein. So mache ich hier noch ein bisschen Gesicht. Ja, ist er sehr ernst. Ernst? So ein langes Kinn. Oder? Würdest du ihn nicht ernst nennen? Hm, vielleicht auch Horst. Peter Ernst. Hansen. Oh, der hat noch so ein bisschen so Teufelshörnchen. Kannst du ihn ja noch was dran malen? Wimpern oder so. Vielleicht macht er demnächst mal Wimpern. Ich glaube, ich bin gerade eher so im Befüllungsmodus. Befüllungsmodus, okay. Aber eigentlich ist es auch irgendwie ein cooles Geschenk für jemanden. So eine kleine Kugel? Ja. Also nicht? Ja. Das ist auch voll persönlich und so. Also wenn ihr kommt, dann könnt ihr auch gerne ein paar Bücher mitbringen. Weil, wie gesagt, der ist ein bisschen leer, der Bücherschrank. Wenn ihr in einem halben Jahr kommt, weiß ich nicht, ob diese Aussage noch gültig ist, aber könnt ihr trotzdem mitbringen. Ja. Achso. Das ist ein riesen Stapel voller Bücher. Niemand weiß, wohin damit. Oh. Plus zwei Geschwindigkeit. Tick. Minus drei Langeweile. Also essen wir heute Maultaschen, Laura? Wenn du das möchtest. Ich bin immer bereit für Maultaschen. Nicht gut. Ach, dieser wunderschöne, der kommt in den Geschwindigkeitslangeweile. Der sieht auch so aus, wie wenn er richtig auf Speed ist. Auf Zack, richtig auf Zack ist. Ja, auf Speed könnte man auch anders waschen. Okay, das ist jetzt hier so ein richtig verrückt. Und dazu kommt ein hübscher Toucan. Ja, ein Toucan mit Blümchen. Ihr fragt euch, was ist ein Toucan? Das ist kein Rapper, sondern dieser Vogel. So, da schaut er aus der Dose raus. Oh Mann, 17, Laura. 17 Sekunden, 15, 14. Oh Gott. 13. Oh, wir müssen aufhören. So, Freunde. Wir kommen zum Ende. Von das Laura war und Judy Lasteln. Live. Und kommt vorbei, wirft 20 Cent in den Kaugummiautomaten und erlebt eine wunderschöne Überraschung. Tschüssi. Tschüss.